Yo Leute, was geht's zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein Vlog und zwar mit ihm, mit dem da. Und heute machen wir, ach, keine Ahnung, wir werden irgendwas Krankes machen. Es wird auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu einem Kunden, um Pullis abzugeben, weil der sich welche bestellt hat. Ich würde sagen, let's go zum Kunden! Sogar Kunden, Hoodies weggeben. Zwei sogar. Fresh Outfit hier nebenbei, wollte ich doch mal sagen. Ne? Also. Hallo? Hallo? Ich habe zwei Pullis. Ja, was ist hier? Ja, perfekt. Können wir reingucken? Ja. Ach, das ist nett. Den kann ich Ihnen geben. Hier hast du deine zwei Pullis. Die sind auch die gleichen Größen. Ich hoffe, die gefallen dir, ne? Oder wir hoffen das. Kannst du mal schreiben, ob alles passt und falls es ist, einfach schreiben, ne? Ja. Alles klar, gut, dankeschön, tschüss. So, wir haben jetzt den Pulli weggebracht. Hat sich auf jeden Fall gefreut. Und jetzt geht's weiter. Oh, was denn läuft? Das wird irgendwie jetzt hier gerade zu einer How-to-Flaschen öffnen-Tutorial. Aber über Kreuz, also nicht den Lacken-Move, sondern über Kreuz. So, du hast die Pulle in der Hand. So, ja? Warte, ich zeig's dir mit dazu, damit man es checkt. Pulle in der Hand, ja? Dann nimmst du die und fäst die quasi falsch herum an. So, ja, ich weiß schon. Handrücken ist oben. Dann setzt du den einfach an wie immer und dann schießen. Mit dem. Also dann ist das anstrengend so? Nein, es geht übel. Ja, okay. Es ist wirklich richtig einfach. Es ist fast einfacher als so. Also so. Ja. Ja. Und jetzt. Und dann gibst du ihm einfach. Dann gib ihm einfach. Ey. Du musst hier an der Kante tryen. Also ich kann's, ich muss es nicht so üben, oder? Ey. So. Wir fahren übrigens jetzt mit dem Auto für Niklas in Ex-Rennenhardt, weil er da unbedingt ein Lost Place Video drehen will. Aber ich filme da nicht mit, weil sein Video müsst ihr selber mal abchecken, wie das dann wird und... Let's go! Ja! Ja! Vor allem, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kurz davor ich war, dich zu treten. Jetzt kann ich sein, zu dritt nach hinten, ey. Oh, Vanille! Vanille! Oh, geil, Alter! Wow. Ey, kann man ernst nehmen, dass hier Schnee ist, oder? Ey, Kira! Krieg dein Super! Oh! Wir sind übrigens gerade immer noch im Harz. Junge, ich denke, irgendwer wirft die ganze Zeit. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Lost Place. Oh, hier ist so viel Schnee. Nicht auszuhalten hier. Du bockst das nur. Ey, alles voller Schnee. Oh, Junge, ich sehe nichts. Fernlicht an. Aber ey, jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter. Ey, es ist so viel Schnee, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, Leute, wir sind jetzt im Harz. Und sind aus irgendeinem Grund auch ein Dings mitgenommen, ein Schlitten. Und ich kann mir gut vorstellen. Aber wir machen das gar nicht mit dem Schlitten, ne? Was? Schlittenfahren? Ja. Safe, ich hab richtig Bock auf Schlitten. Junge, du hast nicht mal einen Schlitten dabei. Ja, gehen wir kurz zum Auto? Auf jeden Fall haben wir Schlitten dabei. Ich hab halt das perfekte Outfit dafür an. Alle haben das perfekte Outfit an. Junge, ich weiß gar nicht, was mit uns los ist. Auf jeden Fall liegt hier schon richtig fett Schnee. Kann man ja hier sehen. Hier, guckt es euch an. Der backt richtig schön. Es macht richtig Spaß. Henry. Was denn? Hör mal auf kurz. Es ist richtig übertrieben. Weißt du, was ich jetzt als erstes mache? Mein Name in Schnee pissen. Was? Es ist einfach viel zu viel Schnee. Das ist richtig, richtig heftig. Vlog kommt davon noch. Ey, würdet ihr einfach mal abchecken können, wie das hier aussieht? Es nervt mich richtig, dass es richtig dunkel ist. Boah, Junge, ich habe richtig, richtig Bock, hier irgendwas zu machen. Kennt ihr das Geräusch, wenn der Schnee richtig, richtig gut ist? Ey, Junge. Hast du dich gepackt? Ja. Das war doch eh noch viel schlimmer. Ich müsste Kamera mal holen und dann. Bam! Wow! Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Session wir gerade hatten. Ich konnte meine Kamera nicht mitnehmen, weil einfach ultra stressig ist. Aber dafür erzählen, ne? Aber dafür habe ich noch Clips gefilmt für euch, die zeige ich euch jetzt mal. Schönen Winter, jetzt wird Schlitten gefahren. Los geht's! Kette! Los! Meine Arbeit.
Ey, es war wirklich zu krank. Vielleicht sieht man es nicht auf dem Video. Aber wir sind halt richtig Kleinkinder, die halt gerade mal wieder Schnee fahren. Schnee entdeckt. Wir fahren Schnee fahren. Ja, aber nein, aber wir haben einfach Schnee entdeckt und das für uns richtig, richtig wieder Zweiter Weltkrieg. Vor allem für dich, weil du noch voll noch nie Schnee gesehen hast. Aber es sind für mich so richtig Geschichten, die man Freunden erzählen kann. Ja. Also so richtig so, ja, wir waren Schlitten fahren und du? Ist so. Zu Hause einen Film geguckt. Hört sich zwar für euch wahrscheinlich ein bisschen lame an, aber ey, es war richtig geil, weil Schnee im Braunschweig gibt's bestimmt. Das Geilste auf spontan, Alter. Einfach auf spontan. Ist es einfach gerade hingefallen gefühlt. Ey, und was für Sachen wir anhaben. Also wir haben erst das Lost Place für Niklas gemacht und dann dachten wir uns so, ey, da meinte Quentin irgendwie so, ja, ey, meinst du, wir fahren Schlitten oder so? Und wir dachten uns so, ey, also, niemals. Voll check mal, wie ich jetzt hier chille. Das ist richtig übertrieben, oder? Richtig im Boxershot chillen. Auf jeden Fall war es echt zu krass. So, Leute, wir sind jetzt wieder... Warte auf, du hast Mundgeruch. Jo, Leute, wir sind jetzt wieder in Braunschweig. Wir... Ich habe noch keinen Schluck Spezi getrunken, das merkt man direkt. Also, wir sind jetzt zurück in Braunschweig. Wir sind jetzt bei Niki und das soll es mit dem Vlog auch schon gewesen sein. Das heißt, jetzt müsst ihr nur noch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und diesen Kanal abonnieren, sonst werde ich richtig böse. Weißt du, ich kann auch richtig ernst werden. Naja, das war's. Ciao, bis zum nächsten Video. 10er kriegst du später.